Heyo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztes Mal haben wir den ultimativen Fight gehabt und haben die Kultisten quasi dem Erdboden gleich gemacht. Jetzt sind wir auf der Suche nach diesem Banditenlager. Ich habe es auch schon gefunden, denn wir sind hier letztens hier oben gewesen. Den ganzen Weg wollte ich euch nicht zumuten, weil das hätte mindestens 30 Minuten gedauert, bis wir uns da runterkämpfen, weil da ist so viel Zeug inzwischen. Deswegen bin ich einfach mal offscreen hier runtergelaufen. Bin auch übrigens den Weg runtergelaufen und schon mal komplett durchs Lager. Einfach mal alle hinter mir her. Ich dachte mir schon, Scheiße, nein, Hilfe! Und ja, ich konnte mich verstecken und jetzt sind wir hier bei Neil und sollen mit ihm reden. Was optional ist, man hätte auch einfach reinlaufen können und die Banditen erledigen, glaube ich. Ob ist ein Häkchen dran? Die haben sie nicht erledigt. Hä? Ich habe keinen von denen angegriffen. Bin du durch gerade? Auf einmal sah ich irgendwie 20 rote Punkte hinter mir. Ich dachte mir so, Scheiße! Ich habe übrigens wieder ein Reittier geholt. Also wir sind wieder gesattelt. Neil, hi. So lustig, die ganze Zeit schönstes Wetter und so. Jetzt schaltet die Aufnahme, jetzt regnet. Ja geil, danke dir. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdürstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich würde sagen, wir räuchern das Nest aus, oder? Nicht gemeinsam, in Ordnung. Wer bist du eigentlich? Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ein professioneller Banditenjäger, oder wie? Nicht gemeinsam in Ordnung. Ja, soll er doch mitkommen. Ich glaube sogar, wenn wir nicht gemeinsam nehmen würden, würden wir das abbrechen hier. Deute ich mal die Symbole so. Also, in Ordnung. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Oh, auf jeden Fall mehr wie du. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weiß er eigentlich, wer wir sind? Die Sucherin? Die Gesegnete? Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Er will Blut, er und will es. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Die Gefangenen? Erledige die Banditen, alles klar. Wir müssen wo lang, da lang? Teufelsdurstlager, wir müssen da lang, ne? Erledige die Banditen, ne? Da lang müssen wir, okay. Kommst du jetzt mit oder kommst du nicht mit? Ich hab das jetzt nicht ganz verstanden. Der Regen ist so verdammt laut. Ah, er kommt doch mit. Okay. Wir nehmen die Brücke, oder? Wir sind zivilisierte Leute. Oder? Wieso anschleichen? Einfach drauf. Genug Heilungsbären habe ich ihn auf dem Weg hierher eingesammelt. Und habe ich auch Sachen weggeworfen, wenn ich Platz habe für Reinholz. Was man ja auch ganz gut braucht. Was ist das denn? Was war das? Du sagst gar nichts. Assassine. Ja. Klappe. Hier liegt einer. Was? Nee, hier ist niemand. Ich versuch mal hoch zu sneaken. Wir müssen ja nicht sofort Karacho geben. Oder etwa doch. Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken. Und alle in der Umgebung. Okay, jetzt haben sie uns gesehen.
Das Gelände durchsuchen, Leute! Ah! Die haben uns aber trotzdem noch nicht mitbekommen. Vielleicht komisch. Aber ja. Ich sehe ihn zwar nicht, aber wir machen gut Scham. Wollen wir zuerst noch den da drin? Das muss richtig wehtun. Alter! Das ist fucking Ernst? Das ist dein Ernst? Konzentration? Die sind ja easy, die können ja gar nichts. Alter, die haben mit null Panzerung und ich will trotzdem mal einen halten, weil ich nicht voll war. Ja, wie easy! Die sind ja keine Herausforderung, das ist Mittagsmahl. Sie haben diese Reisenden gefangen. Komm doch! Du machst mir doch eh so gut wie keinen Schaden. Stirb doch! Wo ist der Nächste? Hi! Sieht aus wie so ein kleiner Häuptling, muss ich dir schon sagen. Wie einfach durchstürmen! Das wird nicht etwas... Kappe! Die haben ja überhaupt keine Chance. Das ist einfach nur grausam fast schon. Die sind einfach durchrushen durch dieses Lager hier. Wer weiß, wo die steckt. Alter, das war ein One-Hit. Was? Na gut, ich will mich nicht beklagen. Was? Haben wir's? Was ist das? Also Banditenlager finde ich schon mal ist keine Herausforderung. Man rusht da einfach durch. Man braucht sich nicht anschleichen oder so. Was war es bei dem hier jetzt gerade so? Sucherin, darf ich mit dir reden? Ja, dann tu das mit mir reden. Das will ich was verkaufen. Wenn wir schon jemanden hier haben. Erstes Banditenlager geräumt. Ja, das war doch easy. Ich hoffe, der kommt noch größere Herausforderungen auf uns zu. Verkaufen erstmal hier. Mehrere verkaufen, ja, natürlich. Alle. Natürlich, alle. Jetzt alle haben. Hat er maximal Geld, der Typi? Hat er alles Geld? Oder wo sehe ich sein Geld? Da unten. 271 Scherben. Oder sind das unsere? Okay, hat der Händler maximal Scherben oder hat er auch eine Begrenzung? Ich komm hier. Achso, ich muss voll machen. Was? 38 Stück. Kühlsaft. Munitionshersteller. Ne, da will ich das behalten. Sägezahnherz. Das ist gut was wert. Wüstenglas. Da kannst du alle haben. Kannst du alle haben. Wir werden hier gerade reich, das finde ich schön. Läuferherz. Kannst du auch alle haben. Haben wir nur eins. Okay. Maschinentank klein. Verkauf gegen Metallscherben. Kannst du auch alles haben. So easy. Rest kannst du behalten. Das heißt, oder? Warte mal. Waffen? Nee, Waffen will ich eigentlich behalten. Outfits will ich auch nicht unbedingt verkaufen. Modifikation behalte ich auch. Okay, dann gehen wir jetzt kaufen. Waffen. Oder? Ja doch. Nee, nicht verkaufen. Kaufen. Schleuder. Seilwerfer. Stolperfalle. Kriegsbogen. Das ist. Den hatten wir schon, ne? Scharfschussbogen. Hätte ich schon Bock drauf. Was? Rassler?
Diese Bolzenwaffe für kurze Distanzen feuert mit jedem Schuss mehrere Projektile ab und wird am besten eingesetzt, wenn viele Treffer wichtiger als Präzision sind. Kann modifiziert werden. Was ist das denn? Ein Rassler? Das würde ich schon gerne mal ausprobieren. Gucken wir jetzt mal weiter. Sprengschleuder. Kaja Langbogen. Kaja Jägerbogen, so hatten wir aber schon. Schattenschleuder, was? Alter, wie heftig. Die Kaja-Sachen sind aber immer ein bisschen heftiger, kann das sein? Ich würde gerne die beide haben. Die gehen sich eh sowieso beide aus. Warte, ich guck vorher noch in die Outfits. Alter, wie sieht das denn aus? Dafür brauchen wir diesen Zünder und so weiter. Was gibt's denn hier so viel cooles Zeug? Alter, was ist das denn? Verderbnis. Tilgerin. Schwere Rüstung. Wie heftig. Stille Nora-Jägerin, schwer. Ein Brüllrückenherz brauchen wir dafür. Alter, was ist das denn? Banuk Eisjägerin, wie krass. Metallgefäß. Und Läuferherz, das hatten wir. Wächterherz, Lohe. Nora-Überlebende, schwer. Ach du Scheiße. Nora-Beschützerin, schwer. Alter, wie heftig. Schön. Ich hätte sowas gerne, ehrlich gesagt. Worauf sparen wir denn hin? Was sieht denn am coolsten aus? Leute, jetzt ist ein bisschen Shopping-Day. Das muss aber auch mal sein. Irgendwas, was gut zu modifizieren ist, wo viele Sachen drauf passen. Schon richtig geiles Zeug. Ich will aber schon was Schweres, was richtig Wumms macht. Aber auch was geil aussieht. Stille Nora-Jägerin schwer. Wir haben hier gerade die Mittel. Das sieht irgendwie komisch aus, ich weiß auch nicht. Die Eisjägerin sieht schon geil aus. Die Verderbnistilgerin sowieso. Alter, was gibt's hier alles für Sachen? Ich guck da jetzt durch. Ne, das geht so nicht. Ich meine, Zünder und so könnten wir kaufen. Metallgefäße, Lohen und so weiter. Das ist kein Problem. Ah, hier gibt's Zeug. Gratisbuche. Scherbenspielkiste, Modifikationskiste. Ne, da brauchen wir nicht. Spezialobjekte, Karte, Bahnhoffiguren. Ne, braucht man nicht, oder? Zurückrufen. Läuferherz will ich zurückhaben. Ein. Das hier geht dann jetzt nämlich auch zurück. Weil dann können wir hier Outfits. Wo waren das? Hier. Wenn das so ein 800. Was? So viel kostet der okay. Das kostet ja fucking viel. Und dann können wir uns das nämlich kaufen. Ich hätte das schon sau gerne. Dann brauchen wir 800 Metallscherben. Aber gut, dann müssen wir noch ein bisschen wirtschaften. An den Bogen und das andere Zeug will ich trotzdem haben. Erstens den Scharfschussbogen. Yep. Ungewöhnlich. Hau ich hier runter. Und den Rassler würde ich auch gerne ausprobieren, weil einfach geil. Da kann. Stolperfalle weg. Wir benutzen die Stolperfalle eh sowieso so selten. Ne, ich will das Tutorial nicht. Ich will den Rassler ausprobieren. Was? Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Ja, natürlich. Warte kurz. Wie heftig! Dafür braucht man für Herstellung die 2 Milliarden Metallscherben, die wir haben und kein Holz. Wer will denn reden? Du? Reden. Jom. Welche Ehre! Ich... Urmutter sei Dank! Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Ui. So waren wir auch mal. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kaja kamen.
Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Oh ja. Ein weitaus vernünftiger Ansatz, wie das mag andere machen, die wir hier schon getroffen haben. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Okay, ich hoffe, du findest das Leben, das für dich das Richtige ist. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hierbleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Wieso fragt er das gerade uns? Wir sind auch nur irgend so ein Stammesmitglied. Der weiß doch nicht, dass wir eine Sucherin sind, also einen höheren Status haben im Stamm. Das weiß der doch eigentlich nicht. Oder weiß er es? Rede mit Neil. Neil ist wo? Genau. Okay. Wo ist denn Neil? Da hinten, okay. Reiten wir hin. Ah, ich hab mein Reittier wieder, Leute. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, oder? Ist auf jeden Fall mega praktisch. Wollen auch vor den ganzen. Ich hab vorbeigeritten. Achso. Weil man auch vor den ganzen Monstern oder besser gesagt Maschinenwesen in diesem Spiel wesentlich leichter davonreiten kann, als wenn man einfach nur zu Fuß ist. Das ist mega praktisch. Kommst du hier hoch? Alter, da kommt der Brot, das ist ein Panzer. Hallo. Hi. Und wie war ich, ne? Ich hab schon gezeigt, was ich drauf war, ne, Neil? Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ah, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Ja, ich würde ja gerne jetzt fragen, wie sollen wir unseren Bogen nennen, aber wäre das ein bisschen crazy? Ich weiß ja nicht. Ja. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dreht. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Der Ausdruck in den Augen, das klingt leicht psychopathisch. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemand juckt, wenn man sie tötet. Puh, ich würde ja sagen, Banditen zu töten und damit zu verhindern, dass die irgendwo irgendwelche Sachen machen, die nicht ganz so rechtens sind, ist eine gute Sache. Aber diese Einstellung, das Töten zum Spaß, ist das wirklich so gut? Ich weiß nicht. Einerseits, das Banditenjagen ist gut, aber andererseits einfach die Einstellung,
Die ist einfach mies. Einfach töten zum Spaß. Maschinen würde ich ja verstehen, aber nicht bei Menschen. Ich muss einfach sagen, dass es eine ungesunde Einstellung ist. Ich kann die andere Meinung nicht vertreten. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Ja gut, dann ich lass dich mal in dem Glauben. Mach weiter mit deinem Leben. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden einer Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht. Cool. Wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Berg. Der ist mir irgendwie so unsympathisch, der Typ. Und er hat eine leicht römisch angehauchte Rüstung. Ja. Was haben wir denn für Quests jetzt noch offen? Haben wir jetzt noch die Hauptquest oder haben wir noch eine Nebenquest? Das alte Waffenlager. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt eine Stufe 25 Quest zu machen. Können wir aber, glaube ich, sogar gar nicht, ne? Können wir? Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Schildweberin, Outfit, Kiste. Okay. Nee, das machen wir noch nicht. Haben wir noch irgendwo anders was? Nora-Jagdgebiete könnten wir rein theoretisch machen. Das ist so ein Herausforderungsding, das können wir irgendwann mal später machen. Wollen wir die Hauptquest weitermachen? Eine Sucherin vor den Toren? Ja, wir machen jetzt die Sucherin vor den Toren. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir eindeutig in der nächsten Folge. Dann können wir wirklich... Wie weit ist das weg eigentlich? Ich muss mal kurz gucken. Nee, ist ja gar nicht so weit weg. Siehst du mal, da muss ich ja gar nicht offscreen irgendwo hinlaufen, wie in der letzten Folge, wo wir 300 Millionen Kilometer irgendwo hinwursten. Hier. Rede mit Maria in Mutterkrone. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Leute, ich verbleibe mit einem Rayon und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und was ich übrigens von euch wissen will, wie hättet ihr euch in der Entscheidung vorher entschieden? Ist es eine gute Sache, Leute für Spaß zu töten, auch wenn es... vielleicht andere nutzt, aber dieser Spaß, ja, ihr wisst, ihr habt zugesehen. Schreibt einfach mal in die Kommentare eure Meinung zu meiner Entscheidung, wie ihr euch entschieden habt. Rayon sagt ciao, macht's gut.